Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, heute zeige ich euch das, was ich jetzt so in der letzten Woche zusammengesammelt habe. Das ist jetzt nicht ein Tausch oder ein Einkauf gewesen, sondern eine Kombination aus vielen Trades halt. Es waren auch nicht ausschließlich die Karten, es war auch viel Legendary Collection Kyber Stuff dabei, den ich allerdings ebenfalls kombiniert habe und dann eben nächstes Wochenende in Form eines Mega-Openings bringen werde. Ich habe natürlich auch einiges gespendet bekommen und warte jetzt noch auf insgesamt 3 Briefe, wo Legendary Collection Kyber Sachen drin sein werden. Es wird sich natürlich hauptsächlich um den Bulk handeln. 2 Karten, die etwas mehr gehen, sind dabei. Aber ansonsten eben der Random Stuff, allerdings trotzdem sehr interessant, man kann relativ viel zu sagen. Und ich würde sagen, wir legen los. Und zwar haben wir hier meinen ersten, und ja, das ist mein erster, blauäugiger weißer Drache aus Duelist Saga, weil den wollte mir keiner abgeben irgendwie. Jetzt habe ich endlich mal einen gefunden, der mir den getradet hat. War ein richtig netter Kerl, den interessiert auch der Wert der Karten nicht. Der gibt mir einfach das, was ich will, für das, was er will. Bei dem Deal hat er jetzt werttechnisch Plus gemacht. Ich eigentlich Minus, aber ich habe das bekommen, was ich wollte. Und richtig netter Typ gewesen. Dann haben wir noch einen in Ultra Rare aus der CT13. Einen weiteren aus der CT14, den haben wir gleich zweimal. In Secret Rare, der hat natürlich dem Preis des Blue Eyes im LOB Artwork aus BPT etwas geschadet, soweit ich das beurteilen kann. Ich meine, da ging ja eh nicht viel, ich glaube 8 oder 9 Euro damals. Wie viel er jetzt geht, weiß ich nicht, aber ich habe mir sagen lassen, dass der Preis gesunken sein soll. Kann ich aber nicht bestätigen. Dann haben wir einen Supreme King Sea Arc, der zweite, der ist jetzt unlimitiert. Den ersten habe ich ja selber aus dem Display gezogen, das ich mir damals gönnen konnte. War eine der schlechteren Secrets, das Display war auch im Allgemeinen relativ Minus für mich. Ich habe dann noch diese Falle aus dem Set bekommen, die ging 8-9 Euro, das war aber auch das teuerste. Ich finde aber von den Secrets an sich ist das tatsächlich die coolste gewesen von der Optik her aus Maximum Crisis. Und ich finde sie auch tatsächlich cooler als Ash Blossom. Ich glaube, die kam in Maximum Crisis raus, wenn ich mich nicht täusche. Und ich muss natürlich noch die japanische Ulti und die Ghost-Version davon holen, ist natürlich klar. Dann haben wir bekommen einen blauigen Zwillingsausbruchdrachen aus dem Megapack 2017. Richtig nice, der geht auch irgendwas mit 2,50 oder so noch. Damals war die Version aus Shining Victories natürlich um einiges teurer. Die müsste jetzt, glaube ich, auch gefallen sein. Und ist auf jeden Fall eine extrem schöne Karte von der Optik auch her. Und wirkt relativ oldschool. Man braucht 2 blauäugige weiße Drachen, ist also quasi so eine Zwischenstufe zwischen dem blauäugigen und dem blauäugigen Ultimativen, würde ich jetzt mal so sagen, wenn man vom Effekt absieht. Dann haben wir einen dunklen magischen Kreis aus, oh Gott, was war denn das nochmal? Das war das Deck, die Legendary Decks 3, soweit ich weiß, sozusagen. Habe ich mir auch mitgenommen, ist jetzt mein zweiter. Ich habe mir selber auch einmal die Legendary Decks geholt, weil ich die Promos unbedingt haben wollte. Dann eine Feuerhand in Secret Rare aus Dragon of Legends. Die war mal richtig viel wert. Wie es jetzt aussieht, weiß ich nicht. Muss ich mal nachgucken. Habe ich auf jeden Fall auch schon ein paar von und ein paar fehlen mir noch. Deswegen habe ich die einfach mitgenommen. Dann haben wir das Göttersetz, sowas haben wir schon lange nicht mehr gesehen bei mir. Und zwar alle aus der Legendary Collection 1, das ist also das komplette Set tatsächlich. Für mich persönlich der schönste natürlich immer noch Obelisk in dem edlen Blau, danach Slife und dann eben Ra, obwohl Ra eigentlich am ägyptischsten aussieht von allen dreien. Richtig nice, bei den heiligen Ungeheuern ist es so ähnlich, da ist Raviel, also das Äquivalent zu Obelisk, mein Platz 1 und das Äquivalent zu Ra, also quasi Harmon, ist sogar mein Zweitlieblingsmonster und dann erst kommt Slifer. Ich finde Harmon einfach besser und düsterer als Uria. Und ich finde auch, die modernen Götter sehen bis auf Obelisk wesentlich besser aus als die alten. So meine Meinung mal zu dem Thema. Dann haben wir die Injection Fairy Lily und beim Trade dachte ich tatsächlich, das sei die Ultra Rare, dabei war es sogar die Secret, richtig nice. Coole Karte. Habe ich auch schon einige davon. Die wird natürlich jetzt dann direkt eingehüllt, weil die wird, die muss ich sozusagen dann direkt bei der nächsten Toploader-Ladung in die Toploader hauen, weil ich habe die Fairies alle schon in Toploadern. Da muss sie natürlich gleich mit dazu. Dann hier sehr schön ein schwarzer Totenkopfdrache aus Dark Beginning in Super Rare. Auch eine mega schöne Karte. Wird auch noch in die Toploader wandern. Von dem habe ich glaube ich noch keine 10 Stück.
Genau, dann hier sehr schön, ist zwar bloß ein paar Cent wert, aber trotzdem cool, aus der Jump, The 100 Ice Dragon, eine Karte, die eben mit den, heißen sie denn, die erdgebundenen Sterblichen, genau mit denen harmoniert der relativ gut, auch in der Serie natürlich häufig zu sehen und einfach episch von der Aufmachung her, von dem ganzen Artwork, vom Farbspiel her, ich finde ihn einfach extrem schön, extrem düster, so muss das sein, richtig geiler Drache. Dann haben wir den Trishula, Drache der Eisbarriere. Da dachte ich eigentlich, dass das der aus Hidden Arsenal wäre. Allerdings war das dann doch eben der aus BLLR. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Den hätte ich sowieso noch gebraucht, wegen den glitzernden Sternen und dem Attribut. Sehr schöne Karte, sehr nice. Ich weiß gar nicht, wie die momentan im Wert steht. Die aus Hidden Arsenal, die ging ja 4. Damit habe ich auch den Wert berechnet quasi. Ich weiß nicht, ob das jetzt übereinstimmt oder nicht. Dann einen Montage-Dragon, den habe ich getauscht gegen, oh Gott, was war's? Einmal, wie heißen die Karte aus PSV? Die Super Rare, die Falle, Grabräuber, genau. Und noch ein Port of, nicht Port of Greed, sondern der Krug der Gier war das, glaube ich, genau. Jar of Greed, genau. Habe ich den getauscht, ja, war auch ein ganz guter Deal, finde ich. Den habe ich erst 2 oder 3 Mal. Dann haben wir noch den finsteren Rebellions-Xyz-Drachen im alternativen Artwork, ebenfalls aus LEDD. Sieht wesentlich besser aus als der Originale. Und dasselbe gilt natürlich auch für den buntäugigen Pendeldrachen. Und dann wären wir auch schon wieder durch mit den Neuzugängen für heute. Ich hoffe, ihr seid mit der Sendung genauso zufrieden gewesen wie ich. Wir sehen uns dann zu einer weiteren Folge Neuzugänge zu einem späteren Zeitpunkt. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.